So, herzlich willkommen zur letzten Session vor den Closing Remarks. Luzi kommt aus dem Bündnerland. Er arbeitet dort, wo andere Ferien machen. Aber statt es gemütlich zu nehmen, setzt er alles daran, bei seiner Arbeit schnelle Webseiten zu erstellen und auch die Webseiten schnell zu erstellen. Und natürlich auch gut und genau zu kommunizieren, sowohl intern wie auch mit den Kunden. Und damit das funktioniert, setzt die PR24-Agentur auf Scrum, ein Projektmanagement-System oder Framework, das bei komplexen Problemen gut iterativ Lösungen bringt. In der Softwareentwicklung ist das heute Standard, aber immer mehr nimmt es auch in anderen Bereichen zu. Und ich freue mich sehr, dass Sie nach eigenen Angaben die erste und einzige Kommunikationsagentur aus dem Kanton Graubünden sind, die zu 100% mit der agilen Projektmethode Scrum arbeiten. So, Performance-Probleme in der Kommunikation und in der Projektabwicklung lassen sich mit Scrum lösen, indirekt. Jetzt geht es aber um Performance-Probleme in WordPress und wie man diese analysieren und lösen kann. Bühne frei für Luzi. Danke. Danke vielmals. Ja, ich stelle mich auch noch selber kurz vor. Mein Name ist Luzi Stadler, ich bin Geschäftsführer der PR24 GmbH und hier ein paar Stichworte noch zu mir. Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit WordPress, Chefexperte für Informatikberufe im Kanton Graubünden und Glarus und weitere Dinge, die dir wichtig sind oder dass ich mache im Bereich der Informatik. Gut, ich habe einen langen Vortrag vorbereitet, ich muss jetzt noch schneller machen, damit wir vorwärts kommen. Überblick gehen wir darüber hinweg. Alles, was ich in diesem Vortrag hier noch zusammengetragen habe oder euch vorstellen werde, findet man auch auf dieser Webseite supportwp.ch/speedoptimierung. Dort habe ich noch eine Zusammenfassung von allem Wissen, das ich zusammengetragen habe, um diesen Vortrag hier vorzubereiten, ist hier auf dieser Webseite dann noch in einer anderen Form zu finden. Ihr wisst es alle, Speed, oder man sagt ja gerne Speed matters, weil wenn eine Webseite schnell ist, ist das sehr wichtig, weil das führt dazu, dass die Besucher länger auf der Webseite verweilen, dass sie eine bessere Suchmaschinenranking erreicht und auch die Verkaufsabschlüsse, sei es bei einem WooCommerce-Shop, auch die mehr Leads generieren, einfacher ist, wenn die Webseite schnell performt, schnell lädt. Ihr kennt das wahrscheinlich oder wir kennen es sehr gut als Agentur. Viele oder häufig kommen immer wieder Kunden auf uns zu mit diesem Foto oder diesem Screenshot. Hey, meine Webseite ist langsam. Das ist ihr Metrik. Sie hören von irgendwoher, die Webseite ist langsam. Es gibt einen Speedtest, führt diesen aus. Und dann kommen sie mit dieser Metrik auf uns zu und behaupten, ihre Webseite sei langsam. Und hier dazu, zu dieser Grafik, können wir als Agentur immer schwierig etwas damit anfangen, weil wir wissen, dieser Wert hier, den man hier sieht, ist nicht repräsentativ für den gefühlten Speed einer Webseite. Diese Metriken messen zwar verschiedene Messwerte, jedoch ist das nicht das Gefühlte, der gefühlte Speed von einer Webseite. Bei diesem Test, diesem Speed-Test, dem bekannten, ist es ein Blackbox-Test. Das heißt, dieser Test nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die technischen Informationen oder wie das technisch umgesetzt wurde, sondern es ist eine Sicht von außen, ohne dass das Innere, die inneren Abläufe, die passieren, gekennt. Das System kennt diese nicht. Und dazu kommt auch, dass dieser Speed-Test mit einem Testsystem ausgeführt wird, wie hier beschrieben mit einem Moto G4 aus dem Jahr 2016 mit 2 GB RAM und 1,5 GHz Prozessor.
Das bedeutet für uns in der Schweiz, wenige Personen haben ein Handy mit einer so schwachen Konfiguration. Nicht unbedingt repräsentativ, das heißt, wenn wir diesen Wert bekommen, diesen Speedwert, müssen wir lernen, wie gehen wir damit um. Wie interpretieren wir diese Speedangaben, die wir hier sehen, damit wir unsere Webseite schlussendlich tatsächlich schneller machen können. Hier noch auch ein bisschen blasphemisch dargestellt, die Sicht von Kunden, wenn sie uns diesen Screenshot schicken mit dem Speed, ist so, sie kennen nur, es gibt ein Client, irgendwo im Internet eine Webseite, ein Server und alles dazwischen ist Magic, Magie, die irgendwo abläuft. Wir als WordPress-Entwickler, wir wissen aber, dass dieses System, auch hier immer noch einfach vereinfacht dargestellt, viel komplexer ist. Wir haben nicht nur den Client, sondern wir haben x verschiedene Systeme, die bei einem Aufruf dieser Webseite hier involviert sind. Und darum geht es auch bei der Speed-Optimierung von Websites, dass es gibt sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, die man wählen kann. Wo optimiere ich die Webseite oder wo muss ich optimieren, damit die Webseite schneller geladen wird? Und dazu kann man diese Hilfsmittel, wie vorhin erwähnt, hinzuziehen und damit gewinnt man die Informationen, gewisse Informationen, die relevant sind und wichtig sind bei der Speed-Optimierung. Und wie schon vorgestellt, haben wir hier PageSpeed Insight, der Lighthouse-Test, den man durchführen kann, den die Kunden auch sehr gerne durchführen und uns die Informationen schicken. Dann empfiehlt sich auch das Query Monitoring von das WP Plugin, die Logfiles, die man überprüfen kann auf dem Server, wo man Informationen gewinnen kann, insbesondere bei Datenbankabfragen, ob sie diese problematisch sind. Und wir haben dann die das zur Verfügung haben, die ein sehr spezielles Hosting haben, ein teures Hosting haben, vielleicht sogar die Möglichkeit, auch die Serverressourcen bei einem Aufruf zu überwachen. In vielen Fällen hat man das nicht zur Verfügung, also wenn man auf einem Shared Hosting ist, hat man diese nicht, diese Informationen, darum gehe ich darauf jetzt auch nicht ein. Gut. PageSpeed Insight, einfach, dass man das versteht, was messen wir mit diesem Test und wann oder wo gibt es uns die Anweisung oder die Hinweise, wo wir optimieren müssen. Und man sieht links auf der Grafik die verschiedenen Messpunkte, also First Contentful Paint, oder? Was bedeutet das und wie interpretieren wir diese Informationen korrekt? Das heißt, wenn wir mit dem First Contentful Paint messen wir, wann das der erste Teil aus der DOM gerendert wird und tatsächlich damit begonnen wird, die Webseite aufzubauen. Die erste Information, dass diese Seite geladen ist. Und dieser Wert, wenn dieser hoch ist, haben wir einen guten Indikator dafür, dass wir serverseitig Optimierungen vornehmen müssen. Das heißt, haben wir dort einen First Contentful Paint von 2 Sekunden, dann müssen wir nicht Client, also diese Optimierungen, die er uns hier vorschlägt, durchführen, um den Speed zu verbessern. Weil das bedeutet, der Server ist langsam, sagen wir mal. Das bedeutet, wir müssen zuerst unsere Datenbank abfragen, unsere Serverressourcen optimieren. Im Gegensatz dazu haben wir dann Largest Contentful Paint, der uns dann misst oder als Messwert zurückgibt, wie lange geht es, bis das größte Element gerendert ist von einer Webseite. Und wenn man dort einen sehr hohen Wert finden würde, würde das bedeuten, wir müssen vielleicht unseren Content nochmals überdenken, die Inhaltselemente. Also wir können dann tatsächlich am Content beginnen mit der Optimierung. Der weitere Wert hier noch, der Total Blocking Time, den man auch sieht, dieser misst dann die Geschwindigkeit, also die Gesamtzeit, wie lange die Webseite damit verbringt, um JavaScript
auszuführen und das Rendering der Webseite zu machen. Wenn dieser Wert sehr hoch ist, muss man darüber nachdenken, haben wir zu viel JavaScript, SVG, das gerendert werden muss. Das heißt, wichtig für uns, diese Werte richtig zu interpretieren, dass wir das lernen sollten. Wir bei uns, wenn wir eine langsame Webseite haben, benutzen gerne und das Plugin Query Monitor, das man im WordPress Repository findet und herunterladen kann, weil häufig Performance-Probleme daher kommen, dass die Datenbankabfragen oder auch der PHP-Code nicht optimiert ist. Die häufigsten Probleme, die wir haben, sind langsame Queries. Oder Schleifen, schlecht programmierte Schleifen, die immer wieder die gleichen Abfragen ausführen, mehrfach der gleiche Content geladen wird. Das erkennt man hier mit dem Query Monitoring eigentlich sehr zuverlässig, indem man dort nachschaut, findet man sehr langsame Abfragen, die problematisch sind. Das heißt, wenn wir die Optimierung angehen, müssen wir uns zuerst immer daran denken, wo muss ich optimieren? Wo finde ich den richtigen Optimierungsansatz? Liegt das hier beim Code, bei der Datenbank-Queries? Ist es der Inhalt der Webseite? Haben wir schlichtweg zu viele, zu komplizierte Inhaltselemente auf unserer Webseite, die ein totales Rendering, ein minutenlanges, fast schon Rendering benötigen? Oder liegt es an den Serverressourcen? Ein paar Beispiele habe ich hier, nämlich noch zusammengefasst, die genannt mit strukturellen Schwachstellen der WordPress-Datenbank, die ein paar Probleme hat. Und wenn einem diese bekannt sind, kann man das vorbeugen, dass man die Inhalte ein bisschen cleverer strukturiert. Und das Erste, und das kennt ihr wahrscheinlich, und das macht WordPress auch als so sehr flexibel, ist die Post-Meta-Tabelle, in der alle Daten von unseren Posts abgelegt werden. Diese ist sehr, sehr, sehr clever aufgebaut in Bezug auf die Skalierung von WordPress, weil es sehr einfach ermöglicht, x Plugins zu entwickeln und das System, um neue Funktionen zu erweitern. Das Problem aber ist von dieser Datenbank, ist diese Key-Value, dass das eine Key-Value-Storage ist, also dass die Daten nicht in dem Sinne, wie wir es als Informatiker machen würden, wenn wir es auf dem Reißbrett planen würden, sie sind nicht in einer optimalen Normalform, wie man sagt. Die Daten würde man so in einem optimierten System nicht ablegen. Das Problem ist hier, dass man bei einer Query, wenn man es technisch beachtet, man kann keine Datenbank-Query schreiben oder keine optimale Datenbank-Query schreiben, um alle Informationen gesamthaft aus der Datenbank zu lesen. Darum sieht man auch im Query-Monitoring, macht WordPress sehr viele einzelne Requests an die Datenbank, um diese Optionen, um diese Metadaten, diese Metainformationen aus der Datenbank zu laden. Und um dieses Problem zu lösen, man muss jetzt hier noch dazu sagen, dass dieses Problem natürlich nur bei Webseiten auftritt, die sehr viele Informationen zusätzlich in die Post-Meta-Tabelle speichern. Bei einem normalen Blog ist diese Optimierung nicht zwingend. Jedoch, wenn man intensiv mit Metabox, Advanced Custom Fields und solchen Plugins arbeitet, lohnt es sich, hier ein zusätzliches Plugin zu installieren, das diese Daten in eigene Tabellen speichert. Das heißt, Metabox zum Beispiel bietet diese Möglichkeit, die Daten statt in die Post-Meta-Tabelle abzulegen, in eine separate Tabelle zu legen. Und das hilft uns beim Auslesen, bei der Programmierung, dass wir nur eine Datenbankabfrage machen müssen, um die gesamten Informationen auszulesen. Zweites Problem von WordPress ist die
Hierarchie der Taxonomien. Dort kennt WordPress diese Parent-Child-Struktur, wenn man, also das ist bei allen Taxonomien so, die man in WordPress erstellt, man wählt immer ein Parent. He? Das heißt, wenn wir eine tief verschachtelte Struktur erstellen, erfordert das beim Auslesen der Informationen potenziell sehr, sehr viele, exponentiell viele Schleifen, die durchlaufen werden müssen, um diese Informationen auszulesen. Und diese Problematik trifft man häufig auch bei WooCommerce-Shops, weil diese Shops häufig möchte man nicht nur alle Childs, also alle Produkte einer Kategorie anzeigen, wenn man auf die Hauptkategorie klickt, sondern wenn man die Hauptkategorie klickt, möchte man alle Produkte anzeigen, die in der Hauptkategorie und in allen darunterliegenden Kategorien vorhanden sind. Das heißt, wenn man das macht, muss man im Hinterkopf haben, dass dieses dazu führen kann, dass sehr viele Schleifen durchlaufen werden, was zu einer langsamen Performance führen kann. Und hier ein einfaches Problemlösung ist einfach nicht mehr als zwei Hierarchiestufen zu verwenden oder zumindest im Hinterkopf haben, je mehr Hierarchiestufen ich einführe, je potenziell langsamer wird meine Webseite. Und besonders bei WooCommerce Online-Jobs ist das ein ganz einfacher Trick, hier nur zwei Stufen oder drei, aber nicht sicher nicht sieben Hierarchiestufen anzuwenden. Die bekannten WooCommerce-Filter-Plugins, also es gibt ja eine Unzahl von diesen Plugins, diese lösen dieses Problem, indem sie eine Indexierung der Produkte vornehmen. Darum, wenn man die mehr als zwei Hierarchiestufen verwenden will bei den Taxonomien, sollte man darauf bedacht sein, vielleicht einen Index zu erstellen, damit diese Daten schneller wieder gelesen werden können. Und drittes Problem von WordPress, das kennt man auch wahrscheinlich jeder, der mal ein bisschen ein Verzeichnis aufbauen wollte, das Problem, dass WordPress keine Best Practice kennt für die Beziehungen, Datenbankbeziehungen. Jedes System in der Informatik, wenn man es auf der grünen Wiese anschauen kann, kennt jede Datenbank Beziehungen zueinander. WordPress löst dieses nicht, oder? Oder kennt das nicht? Und gelöst wird dieses über Plugins wie zum Beispiel Advanced Custom Fields, Metabox, Jet Engine und so weiter, um diese Relations zu erstellen. Und jetzt haben wir das Problem, die Problematik, dass das Problem, das wir vorhin gesehen haben, die Post-Meta, dass dort die Daten alle in diesem Key-Value abgelegt werden, dass wenn wir jetzt das noch zusätzlich benutzen, um unsere Relations, um unsere Datenbankverknüpfungen darin zu speichern, dass das potenziell noch mehr Probleme macht bezüglich dem Speed der Website. Und darum empfiehlt sich auch hier, wenn ihr mit Relations arbeitet, lagert diese Relationen nicht in diese Tabelle ab, in PostMeta, sondern bringt diese in eine zusätzliche Tabelle, wie es zum Beispiel Metabox oder die Jet Engine vorschlagen. Dort legen wir diese in spezielle Tabellen. Hier mache ich jetzt ein bisschen vorwärts. Ihr seht ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Ansatzpunkte, die es bietet, wenn man sich mit WordPress Speedy-Optimierung befasst. Und grundsätzliche Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, die häufigste Probleme, die wir bei unseren Kunden haben, wenn sie zu uns kommen und sagen, meine Webseite ist lang, ist das Hosting, das Webhosting. Dass das Webhosting zu wenig RAM, zu wenig CPU zur Verfügung stellt. Das heißt, die erste und offensichtlichste Ding, das man machen kann, ist der Wechsel vom Webhosting zu einem Anbieter, der genügend oder für WordPress geeignet ist. Dazu gehören alle diese Punkte, genug CPU, genug RAM, Datenbank muss,
möglichst performant sein, logischerweise. Und sie sollte über eine SSD-Harddisk verfügen, das Hosting, was nicht alle machen. Gut. Oder, ihr kennt diese Hostings, was gute Anbieter sind. Es gibt viele dieser Anbieter hier, die auch das, diesen Event sponsoren. Mich nicht, aber diesen Event. Gut. Kommen wir noch zu diesen verschiedenen Optimierungsmaßnahmen, gehen wir diese 1:1 durch. Die verschiedenen Ansatzpunkte. Jeder kennt diese Grafik, Caching. Verschiedene Möglichkeiten des Cachings wird gerne als Ansatz verwendet, wenn es darum geht, die Webseite zu optimieren. Das heißt, wir haben verschiedene Ansatzpunkte. Wir können beim Browser, beim Client direkt cachen, wir können den Webserver, wir können die Datenbank in diese Cache auslagern. Und ich werde jetzt in der Folge die verschiedene Optimierungsmaßnahmen präsentieren und euch zeigen unsere Erfahrung, wie nützlich das diese Performance-Optimierungen sind und wie einfach diese anzuwenden sind. Browser-Caching, das bedeutet, dass man seitens vom Client direkt ein Caching einführt. Das ist super easy einzurichten, wie ihr wisst, Hard-Access-Datei einzurichten und es bietet praktisch keine Nachteile. Das ist das Einfachste, dass man, wenn man mit der Performance-Optimierung beginnt, beginnt man damit, ein Browser-Caching zu aktivieren, so wie es zum Beispiel die bekannten WordPress-Speed-Optimierungs-Plugins auch diese Veränderung in der Hard-Access-Datei machen. WP Rocket und so weiter nehmen ja diese automatisiert vor. Man kann diese auch manuell einfügen. Wir haben das Page Caching. Hier haben wir schon gesehen, oder wie das Page Caching bedeutet, dass man das seitens der mit einem Plugin eine HTML-Version der Webseite erstellt. Das wird automatisch mittels eines Plugins. Es gibt viele von diesen Plugins auch, eben WP Rocket ist bekannt, aber auch Fastest Cache und so weiter, ganz viele WordPress-Plugins, die diese Funktionalität bieten. Für eine dynamische Webseite, die sehr viele Informationen immer wieder verändert darstellen muss, ist diese Art von Caching nicht geeignet. Das heißt, dort macht man schlechte Erfahrungen, weil der Cache sich ständig wieder erneuern muss. Diese Art von Caching eignet sich für sehr statische Webseiten, für Blogs, für Webseiten, in denen es sehr wenig Änderungen daran gibt. Die Unternehmenswebseiten, bei denen nicht Änderungen gibt. Für ein Verzeichnis, ein Webverzeichnis, das Daten aus verschiedenen Quellen immer wieder aufbereitet, ist diese Art nachteilig. Dafür hat man hier relativ einfach mit der Installation. Man installiert ein Plugin und in vielen Fällen bei einfachen Blogs, bei einfachen Webseiten erreicht man damit auch eine Verbesserung der Speed, teilweise sogar eine sehr große Verbesserung. Fehlerpotenzial von dieser Art ist auch nicht zu unterschätzen. Teilweise ergeben sich durch diese Art des Cachings auch Probleme auf der Webseite. Wir haben das Datenbank-Caching, das einerseits ein sehr großes Speed-Potenzial bietet, wenn man bei dynamischen Webseiten sind. Das ist sehr gut geeignet für dynamische Webseiten, für statische Webseiten wiederum hier nicht ein riesiger Performance-Gewinn zu erwarten ist. Der Vorteil von diesem Caching ist, dass es, ja, was man will, die Abfragen, die Datenbankabfragen zwischenspeichert. Das heißt, wenn häufig wieder die gleichen Abfragen gemacht werden müssen, wird der Datenbankserver entlastet, was die Performance der Webseite allgemein verbessert. Häufig, also zum Beispiel
Redis oder Memcache und so weiter sind nicht verfügbar bei vielen Hosting-Anbietern per Default, warum man das nicht geeignet immer einsetzen kann. Das ist auch eine Optimierungsmethode für sehr große Websites mit großen Verzeichnissen. Für kleine Webseiten ist das Overkill. Einige Hosting-Anbieter kennen das, Nginx als Reverse-Proxy zu verwenden. Das wiederum eine einfache, gute Methode ist, um den Speed einer Webseite zu verbessern. Und auch hierbei kann man wiederum sagen, dass die Verbesserungspotenzial hier, das hilft hier, die Webseite schneller zu machen, indem dass wir die Webseite nur einmal, wird der ganze Prozess, der Code prozessiert, wird dann an den Proxy gegeben und dieser spielt beim nächsten wiederholten Besuch diese schon bereits ausgeführte Programmcode aus und gibt diesen zurück an die Webseite, an den Client. Gut. Hierfür braucht es dann ein zusätzliches Plugin auf Seiten von WordPress, weil diese Header, die Header-Informationen, die das Zwischenspeichern ermöglichen der Webseite vom Nginx, müssen gesetzt sein, müssen dort eingerichtet sein. Die beste Methode eigentlich, um eine große Webseite, die sehr dynamisch ist, zu cachen, ist diese Einrichtung eines Fragment-Cachings. Fragment-Caching bedeutet, dass wir hier nur einen Teil der Webseite, beispielsweise zum Beispiel die letzten beliebtesten Produkte eines Online-Jobs, dass man diese Abfrage zwischenspeichert. Bedeutet, beim wiederholten Besuchen der Webseite werden die beliebtesten Produkte nicht immer neu aus der Datenbank geladen, sondern diese beliebtesten Produkte werden dann aus dem Cache geladen. Das ist bietet ein sehr enormes, großes Potenzial, um diese Datenbankabfragen zu minimieren und dadurch den Speed zu verbessern. Nachteil davon ist natürlich sehr aufwendig im Vergleich zu anderen Methoden zu implementieren. Das heißt, wir als Techniker müssen dort diese einzelnen Fragmente sehr, sehr genau, müssen diese sehr genau definieren, damit das dann mit dem Caching gut funktioniert. CDN, man kennt es und muss ehrlich sagen, für mich immer wieder das Thema CDN, ich bin nicht jetzt Enthusiast von CDN. Warum? Ich kann euch das auch noch genau erklären, warum das ich nicht der große Fan bin, warum wir hier in der Schweiz, bei uns, bei PR24, die meisten Kunden sind ihr Scope ist Schweiz. Die Kunden, die Webseiten, .ch-Domains sind ausgelegt für Kunden aus der Schweiz. Ein CDN ist ja dafür da, dass er die Inhalte der Webseite auf der ganzen Welt verteilt, damit die Anfrage dann, zum Beispiel wenn sie aus Amerika kommt, nicht in die Schweiz geleitet wird und von hier eine Antwort erwartet. Bei uns ist es, ich sage mal in der Theorie, sogar vielleicht nachteilig, ein CDN zu verwenden, wenn man 90% der Traffic aus der Schweiz kommt, weil die CDNs die allermeisten nicht in der Schweiz hier einen Serverstandort haben, zumindest vielleicht in Frankfurt, die sie sich dann befinden. Das heißt, in der Theorie benutzen wir CDN, haben wir 90% Traffic aus der Schweiz, schicken wir diese weiter, nämlich nach Frankfurt und nicht, sie bleiben nicht hier in der Schweiz. Darum, für mich ist CDN nur, oder für euch auch, ich denke, es ist nur relevant, wenn man eine Webseite pflegt, die tatsächlich internationale Traffic hat. Auslagern ins Ausland, nach Amerika die Daten, wenn man keine Besucher aus Amerika hat, wenig sinnvoll. Auch der Performance-Gewinn ist ja nicht enorm vom CDN. Natürlich hat man sehr, sehr viele Traffic aus dem Ausland, ist das eine geeignete Methode, um diese
um dies zu aktivieren. Ein weiterer Nachteil für uns, auch für unsere Kunden häufig, es ist zusätzliche Kosten, die sie tragen müssen. Dafür ein minimer Gewinn möglicherweise, den sie davon gewinnen könnten. Ja. Page-Builder und Inhalte. Hier kommen wir noch zu einer weiteren Optimierung der Webseite, weniger technisch, sondern jetzt auch praktisch an der Umsetzung der Webseite. Und hier habe ich ein paar Stichworte noch zusammengetragen, nämlich ohne Page-Builder ist die Webseite am schnellsten, ne? Logischerweise. Je weniger das wir machen, je schneller ist die Webseite. Und dann würde ich als zweiten Grundsatz nehmen, Gutenberg ist schneller als andere Page-Builder und wenn ein anderer Page-Builder, würde ich nur Elementor wählen. Der Page-Builder lädt natürlich zusätzliche Assets, es werden hunderte von zusätzlichen Hooks ausgeführt, was die Gesamtperformance der Webseite verlangsamt. Darum bei der Wahl der passenden Page-Builder sollte man immer darauf bedacht sein, einen Page-Builder zu wählen, der möglichst wenig Ballast mit sich bringt. Hier, das wären nur meine Empfehlungen, ihr habt vielleicht andere Erfahrungen, die ihr später nachher mit mir gerne teilen könnt. Weitere einfache Maßnahme bedeutet das Reduzieren der Webseite. Und hier, ich als Techniker, andere als Grafiker in unserer Firma, wir haben immer ein bisschen Konflikte. Sie wollen ein fancy Design, möglichst viel, und wir Techniker wollen eine schnelle Webseite, und das ist häufig nicht im Einklang. Weil jedes spezielle Inhaltselement, beispielsweise wir haben diese Slider, diese schönen Slider, die wir auf der Webseite haben, wir haben auf unserer Startseite auch einen Slider und ein Video drauf, aber das ist natürlich, macht die Webseite langsam, die Ladezeit wird durch das langsam. Im Prinzip kann man hier sagen, optimieren bedeutet reduzieren. Je weniger das wir übermitteln müssen, je weniger Informationen wir übermitteln müssen, desto schneller lädt die Webseite, ganz logisch, oder? Eine Webseite von anno, sage ich mal, Jahr 2000, oder? Die ist heute super performant, oder? Das heißt, als Maßnahme hier immer wieder die Inhaltselemente auch zu hinterfragen, zu ersetzen oder auch zu entfernen. Besonders gilt das auch für die Startseite der Webseite. Die Startseite ist häufiger ein Zusammenzug der ganzen Webseite und hat sehr viele Inhalte, die der Besucher wahrscheinlich gar nie sieht. Ich habe die Grafik hier nicht drin, aber auf der Webseite, die ich euch gezeigt habe, sieht man das, wie wenig Traffic tatsächlich bei gewissen Webseiten auf die Startseite gehen. Teilweise, ich habe das Beispiel von dieser Shopping-Total-Webseite, die wir pflegen, dort geht 99% der Traffic geht nicht auf die Startseite. 99% geht irgendwo auf eine Unterseite von der Webseite. Darum muss man sich schon bei dieser Webseite dann ein bisschen fragen, wie viel Inhalt tatsächlich auf der Startseite relevant ist. Müssen wir diese Startseite so langsam, muss diese so langsam laden? Gut. Weitere Maßnahmen noch. Einfache Maßnahme, GZIP-Komprimierung. Auch das erledigen euch diese Plugins wie WP Rocket oder automatisch ein bisschen Code in die Hard-Access-Datei speichern, erledigt Thema. Überhaupt einfach eingerichtet, geringes Risiko für Fehler und geeignet für alle Arten von Websites. Auch gleiches noch für die Expire-Headers, oder? Die man setzen kann, das ist relativ einfach einzurichten, zu setzen.
und wird benötigt dann, wenn man Nginx als Reverse Proxy einsetzt, muss man diese Expires Headers haben, weil nur dann weiß er, ob er die Datei aus dem Cache laden muss oder ob er die Anfrage direkt weiter an den Apache Server leitet. Mit dem Nginx als Reverse Proxy hat man ein sehr, sehr effizientes Mittel, um die Performance zu steigern, weil die Anfrage nicht mehr, also geht eine Anfrage an die Webseite und diese wurde schon vor ein paar Sekunden einmal angefragt, wird WordPress überhaupt nicht mehr aufgerufen. Das heißt, der Nginx leitet die Anfrage nicht mehr an einen Apache, nicht mehr an WordPress, es wird kein Prozess ausgeführt, sondern der Nginx liefert die Antwort direkt zurück, ohne dass unser Server irgendeiner Form belastet wird. Es ist ein sehr effizientes Mittel, um den Speed zu verbessern von der Webseite. Besser auch geeignet als diese Caching-Plugins, die ein Page-Caching machen auf der Webseite, dass diese HTML-Dateien aufbereitet und vorbereitet. Dann kennen wir noch die PHP-Version. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den Release nicht genau angeschaut vom WordPress 6.2, ob PHP 8 jetzt tatsächlich zu 100% unterstützt wird, weil jedes Mal, wenn ich dort noch in die Specifications gehe und lese, sehe ich, dass es noch ein paar Teile gibt, die noch nicht mit PHP 8 100% kompatibel sind oder getestet wurden. Jedoch, unserer Erfahrung nach, kann das einen Performance-Vorteil bringen, PHP 8 schon einzusetzen. Es ist mittlerweile ein mäßiges Risiko, eine Webseite auch mit PHP 8 zu betreiben und ist natürlich ein ganz einfaches Mittel. Jedoch bietet es momentan noch ein gewisses Fehlerpotenzial, dass man, ja, wenn man es umstellt, benutzt man PHP 8, muss einem bewusst sein, man kann nicht alles testen. Man weiß oft nicht, ob vielleicht auf irgendeiner Unterseite irgendein Plugin irgendein Problem hat mit der neuen PHP-Version. Dann kennen wir das auch beliebte, diese Image-Compressing-Plugins, Smash, ShortPixel und so weiter, die dieses, die Daten, die Bilder komprimieren automatisiert. Und auch hier diese Plugins sind einfach effizient einzurichten, empfehlen sich, weil sie auch ein geringes Fehlerpotenzial haben, wenn man diese benutzt. Also bietet sich gut an, um die Performance der Webseite auch zu verbessern. Ein großer Performance-Vorteil bietet Lazy Loading von Bildern. Sehr empfehlenswert, das einzusetzen, insbesondere auch bei Online-Shops, die ja sehr häufig auf der Produktseite, auf der Shop-Seite sehr viele Produktbilder laden. Und das ist auch das Risiko heute, ist ein bisschen ein Fehlerpotenzial da, wenn es über JavaScript ausgeführt wird. Die modernen Browser unterstützen ja Lazy Loading auch schon von sich aus, wenn man den richtigen Attribut setzt auf die Bilder. Empfiehlt sich also im Code sowieso, wenn ihr etwas selber programmiert, beim Lazy Loading dort zu aktivieren. Minimieren. Und jetzt kommen hier noch ein paar Sachen, die ich nicht empfehle zu machen oder die bei uns tatsächlich immer nur Probleme gemacht haben. Zum Beispiel diese Plugins, Hummingbird, WP Rocken, Auto Optimize und so weiter. Das schlagen sie immer vor, Minimize, oder? Minimieren der Dateien noch zusätzlich. Das häufig führt das zu Fehlern auf der Webseite und der Performance-Gewinn durch das Minimieren der Dateien ist sehr klein. Das Fehlerrisiko hier gegen den Speed-Vorteil abzuwägen, lohnt sich nicht. Und das kennt ihr vielleicht auch. Combining, das größte Fehlerpotenzial, das überhaupt eine Optimierungsmaßnahme bietet, ist Combining.
in Kombination mit Minimieren von Daten noch extremer. Für mich ein No-Go, braucht es nicht, auch mit HTTP 2-Version ist das überhaupt nicht mehr notwendig und man holt dort wenig Speed hinaus. Warum machen das so viele? Weil der Speed-Test von Google das vorschlägt. Hä? Bitte, bitte, mach das, aber es bringt nichts. Im gefühlten Speed-Optimierung. Und auch sehr effizient für die Speed-Optimierung ist das asynchrone Laden, das Deferred Loading von Assets, also JavaScript-Dateien hier einzusetzen. Leider ist es ein bisschen hacky noch bei WordPress, weil es diese Option noch nicht bietet von diesem asynchronen Laden der Daten. Noch zwei Folien. Dann haben wir noch kurz den echten Cronjob einzurichten, dass die eine der einfachsten und zuverlässigsten Möglichkeiten, den Speed von WordPress zu verbessern. Gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Ich musste schnell durch die Folien durchgehen. Und mein großes Danke, eigentlich nicht nur an euch, sondern an die Organisation hier von diesem WordCamp. Ich bin wirklich überrascht und, sehr froh, dass das alles so gut organisiert wurde von euch hier. Danke, großes Danke. Merci. Danke vielmals, Lutzi. Fragen? Ist aktiv, ja. Nur eine Anmerkung, also vielen Dank für deinen Talk vorab. Du hast das SQL-Query-Plugin angesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt seit dem CloudFest-Hackathon letzte Woche ein MariaDB SQL-Query-Plugin, wo die MariaDB Foundation aktiv auch mitentwickelt für WordPress. Falls du das nicht kennst oder jemand anderes auch noch nicht kennt, vielleicht mal reinschauen. Das nur kurz als Anmerkung. Gut, gute Anmerkung, danke. Ja? Okay. Ja, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich fand ihn echt cool. Also vieles gelernt, oder noch meine Erinnerung geholt. Ich habe dennoch mal eine Frage und zwar, muss ich kurz gucken, ich habe gerade mal einen Peach Speed gemacht, welcher Wert das jetzt nochmal war, der mich da interessiert hat. Und zwar war das, glaube ich, der irgendwas mit Time to First Bit oder Time to First Byte oder sowas. Die anderen Werte waren jetzt nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. Der Wert ist bei mir jetzt bei meinem Test besonders hervorgehoben worden als besonders beschissen. Kannst du mir da irgendwie sagen, woran das jetzt liegt oder an welchen Stellschrauben man da möglicherweise dran drehen sollte? Weil ich meine, ich habe das eine verstanden, diesen First Contentful Paint Wert, der sagt, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, wann das Rendering begonnen hat. Genau. Und der andere Wert, dieser Largest Contentful Paint Wert, der sagt, glaube ich, an, wenn ich das richtig verstanden habe, wann die Webseite quasi nach wie vielen Sekunden der Ladevorgang abgeschlossen wurde, richtig? Nein, das nicht. Bedeutet nicht, dass der Ladevorgang komplett abgeschlossen ist, sondern es ist die Annahme oder das größte Element auf der Webseite ist zu diesem Zeitpunkt dann fertig gerendert. Hä? Okay, also irgendwie. Das heißt, das ist häufig dann der Slider, oder? Ja, auf der Seite. Und dieser Time, dieser T, wie hieß der, was hatte ich gesagt? Time to First. Ich meinte einen anderen. Moment, ich habe das doch hier noch offen. Time to First Byte, ja genau. Time to First Byte, ja genau. Da ist er gar nicht drauf, ja genau. Also wenn ich das bei... Das ist du bei Clity Matrix. Die nennen das ein bisschen anders, Clity Matrix, wie jetzt Page Speed oder so etwas. Du meinst hier diese Time to Interactive, oder? Nee, Moment kurz. Auf jeden Fall geht es darum, das ist der erste Byte, wo an der Webseite ankommt.
Genau. Das ist auch wieder etwas, was serverseitig etwas geändert werden muss und wo du auf der Seite selbst nichts ändern kannst, dass das besser wird. Aber das heißt, Google differenziert diese Werte irgendwie, glaube ich. Moment, das ist eine sehr spezifische Frage. Also bei Google wird ausgegeben ein First Contentful Paint Wert, ein Interactive to Next Paint und ein Time to First Byte, TTFB nennen sie den. Also da gibt es halt diese Unterscheidung. Also Largest Contentful Paint schreiben sie, First Input Delay, First Contentful Paint und eben nochmal diesen Time to First Byte. Oder ist das dieser... Was für Dinger? Ja, also vielleicht noch einfach kurz abschließend zu sagen. Ja. Wenn der First Contentful Paint hier, also dass die erste Bereich hoch ist, bedeutet das, dass die Webseite, der Server sehr lange hatte, um die Webseite zu prozessieren, bis er sie dann zurückgeben kann. Das deutet darauf hin, dass die Datenbankabfragen zu wenig optimiert sind, dass PHP zu lange arbeiten muss, oder? Mhm. Dann bekommt man hier einen negativen Wert, weil dann weiß man, das Prozessieren seitens des Servers war sehr langsam, oder? Ja. Und wenn die anderen Werte dann hoch werden, bedeutet das, das liegt dann am Content, der übertragen wurde. Ja. Ist mir schon klar, für mich ist halt die Frage, ob dieser Time-to-First-Byte jetzt eher in Richtung Content-Optimierung, also der Webseite selbst, ein Indikator ist, oder ob es darum geht, dass mein Webhoster möglicherweise scheiße ist. Ja. Gut, die Antwort war klar und deutlich. Das heißt, an Optimierungen auf der Webseite kann ich da so viel machen, wie ich möchte. Ich kann diesen Wert nicht positiver beeinflussen. Nein, natürlich, wenn du Elemente löscht und das Richtige erwischt, ist ja vielleicht dann die Dauer, wie lange das ausgeführt werden muss, auch kürzer, oder? Ja. Logischerweise, oder? Klar, wenn ich meine Webseite komplett in die Tonne trete und lösche, dann hat er nichts zum Rendern, dann ist klar. Oder. Okay, aber ist es schon eher ein Indikator, dass ich was an den Stellschrauben des Servers selbst beeinflussen sollte? Ja, dass dort vielleicht eine Datenbankabfrage sehr, sehr langsam ist. Oder eher langsam. Mhm. Eine. Und wenn du dieses Element dann entfernst aus dieser Webseite, wird die gesamte Performance besser, oder? Weil dann logisch, alles... klar. Aber wenn die anderen Werte, sage ich mal, eher so im Mittelwert sind und der jetzt ein totaler Ausreißer ist, dann ist es eher ein Indikator dafür, dass ich irgendwo an dem Hosting eine Stellschraube drehen soll. Danke. Okay. Sonst noch Fragen? Ich hätte eine Frage zu den zu der Nummer mit den Page-Bildern. Und zwar, warum unbedingt, wenn dann Elementor? Weil ich habe immer geglaubt oder gesagt bekommen, auch Elementor ist einer der Page-Builder oder beziehungsweise ein Page-Builder, der halt immer wieder alles lädt und bei jedem Seitenaufruf und deshalb eben sehr langsame Seiten produziert quasi. Ist natürlich auch ein bisschen eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Natürlich, es gibt verschiedene solche Page-Builder. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht bei uns, dass gewisse von diesen Page-Bildern nicht optimal sind, nicht gut, nicht performant sind. Ich kenne nicht alle, ich habe nicht mit jedem Inhaltseditor, den es gibt, jemals gearbeitet, aber wir kennen einige verschiedene. Und warum bietet sich dann Elementor besonders gut an? Weil es bietet schon eine große Vielfalt an Möglichkeiten, die man mit Elementor hat, und es ist ein in sich geschlossenes, relativ fast schon mit, also wenn man Elementor und Elementor Pro hat, hat man in sich ein groß abgeschlossenes System, dass man nicht mehr sehr viele zusätzliche Plugins braucht. Wenn man dann noch Element Packs dazu nimmt, natürlich, diese laden dann teilweise noch wieder andere Abhängigkeiten dazu, aber nur Elementor und Pro ist in sich ein gut abgekapseltes Ökosystem, das in den letzten Monaten und Jahren auch immer mehr auf Performance verbessert wurde. Aber ich bin kein glühender, oder habe keine Verbindung mit Elementor oder so. Das ist einfach persönliche Erfahrung. Okay, danke. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, du hättest noch mal eine Frage. Aber wir sprechen auch. Aber bitte sprecht das nachher ab, weil wir sollten für die Closing Remarks langsam Schluss machen. Herzlichen Dank, Luzi. Danke euch. Sorry.